wunderschönen guten Abend zur zweiten Ausgabe Maurer, Gerg and Friends hier aus der Sportschule Kinema. Guten Abend zusammen. Der Sporttalk von Sportlern für Sportler mit Sportlern. Eine sehr, sehr interessante Mischung, die wir ja zum zweiten Mal heute Abend hier präsentieren. Und ich freue mich sehr, Ihnen die beiden Gastgeber, die Hauptprotagonisten, vorstellen zu dürfen. Das ist auf der einen Seite Alpin-Olympiasiegerin Hilde Gerg. Hallo, grüß euch. Freue mich. Und auf der anderen Seite natürlich der Gastgeber, der Hausherr, eine Ikone im, ja, im Bereich Fitness, aber auch Mentor, er ist Coach, er macht all das, was Ihrem Körper gut tut. Hier ist Sepp Maurer. Guten Abend. Danke schön. Ja, und die beiden haben prominente Gäste mitgebracht. Hilde, fängst du vielleicht mal an? Ja, ich freue mich sehr, meinen Friend sozusagen dabei zu haben. Denise, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Olympiasiegerin, Weltmeisterin daheim. Heute hier den Weg, wahrscheinlich die schwierigste Anreise überhaupt, hier auf die Höllhöhe. Danke, dass du da bist. Danke auch. Ja, und ich habe die große Ehre, einen Freund von mir begrüßen zu dürfen. Ne? Einen mittlerweile sehr, sehr guten Freund. Vize-Europameister im Triathlon. War auf der Weltmeisterschaft in Hawaii und einer der absoluten Top-Sportler, die dieses Haus jemals betreten haben, die Sportschule Kinema. Herzlichen Dank, dass du hier bist. Eine große Ehre für mich. Herzlich willkommen, Eckli Franz. Danke. Thema der heutigen Sendung: Leistungssport und was dann, und dann haben wir den ersten Themenblock. Hilde, wenn wir mal mit dir anfangen, wenn du mal zurückblickst nach der Karriere, dann der Übertritt in das sozusagen den normalen Alltag, in das normale Leben. Wie war das bei dir? Bist du in ein tiefes Loch gefallen oder was ist da passiert? Nein, in ein tiefes Loch bin ich nicht gefallen. Ich habe ja auch gewusst als Leistungssportlerin, dass die Zeit begrenzt ist, in der man diesen Beruf ausüben darf. Ich habe mich eigentlich ehrlicherweise auch auf das danach gefreut, weil dieses ewige lange Krafttraining und Reisen und immer versuchen, dass man wirklich zu 110% topfit am Abfahrtsstart steht, weiß, was man alles riskiert, wenn man da rausschiebt, habe ich mich auf das Leben danach als Mutter, Hausfrau zuerst einmal wirklich gefreut. Also für mich war das jetzt kein brutaler Schock. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wie wird man Leistungssport? Ja, wie wird man Leistungssportler? Also bei mir ist es so einhergegangen, dass sich meine Eltern einen Wohnort ausgesucht haben, wo man schon mit den Skiern quasi auf die Welt gekommen ist oder sein muss, weil man sich sonst überhaupt nicht fortbewegen kann. Auf 1500 Meter Winter, immer Schnee, damals noch, vor knapp 15 Jahren. Und genau, also ich bin, wissen ja viele, auf dem Berg aufgewachsen und dadurch einfach auch zum Skifahren gekommen. Das ist mir einfach so in die Wiege gelegt worden. Denise, bei dir, ich habe gelesen, dein Vater war auch schon sehr sportlich, Handball, Oberliga hat der gespielt. Deine Schwester hat mit dir zusammen schon einen Titel errungen, Deutsche Meisterin nennen, wart ihr quasi zusammen im Teamsprint 2019, also eine sehr sportliche Familie. Waren deine Eltern prägend für dich, dass du in den Leistungssport gekommen bist? Ja, das ist grundsätzlich auf jeden Fall eine gute Frage. Man denkt immer so, man wächst halt so rein, aber klar ist natürlich Familie so mal Instanz Nummer eins, warum man Beweggründe hat, natürlich auch in so eine Richtung natürlich zu gehen. Mein Vater war zwar Handballer, aber haben natürlich vorher auch Wintersport oder Skilanglauf gemacht, ein kleines erzgebirgische Heimatörtchen Bockau war damals Wintersport, da lag damals auch noch Schnee, schon sehr groß und ja, das haben dort wirklich viele gemacht, natürlich auch so die Freunde aus der Nachbarschaft und ja, da ist man natürlich als Kind, hat man natürlich auch einen extremen Überschuss an Energie und von daher ging es dann ins Wintersporttraining und ja, da wächst man halt dann so rein. Und immer weiter quasi so, dass ihr beide da immer Spaß dran gehabt hast, deine Schwester und du quasi im Verein dann auch das leistungssportmäßig zu machen, oder?
Genau, meine Schwester, die ist 7 Jahre jünger wie ich, also die war dann doch ein kleiner Knopf. Also ich habe ihre ersten Schritte ja dann doch schon sehr bewusst mitbekommen, aber ihr hat es auch Spaß gemacht. Auch so das Fortbewegen auf Ski geht dann meistens auch schneller dann wie zu Fuß. Und irgendwie ist sie dann doch ein bisschen auch in meine Fußstapfen mitgetreten. Und die Zeit, die wir dann gemeinsam natürlich hatten, die war besonders schön, weil 7 Jahre ist ja doch ein Abstand, wo man natürlich auch so schulmäßig immer schon diesen nächsten Step gegangen ist. Und dann, dass sich dieser Weg dann mal so gemeinsam im Sport dann so zusammengeführt hat, das war dann richtig eine schöne Zeit. Ja, das glaube ich. Mein Gast, der Ekel Franz, ist aufgewachsen in Rattenberg. Da, wo übrigens auch mein Bruder zu Hause ist, im Bruckhof, Niederbayern, auf einer Tankstelle. Und du hast mir erzählt, früher, du warst mit deinem Papa viel im Wald und Fußball gespielt hast auch. Und ich glaube, da gab es einen Zusammenhang zwischen Waldarbeit und Fußballspielen, da bist du dann immer selber hingelaufen. Kannst du dich da erinnern? Was sind deine Erinnerungen an diese erste Zeit? Ich muss jetzt echt lachen, weil die Frage ist, wann hat der Leistungssport angefangen? Ich glaube, hat bei mir zu Hause angefangen, tatsächlich. Und zwar, meine Eltern hatten eben eine Tankstelle, haben 100 Stunden in der Woche gearbeitet. Für die war das ganz normal, 7 Tage die Woche. Ja, und im Endeffekt alles für uns, wofür ich auch ganz herzlichen Dank sagen muss. Das hat sich natürlich auch ein bisschen abgefärbt auf uns. Also im Bayerischen Wald, es gab nicht viel, es gab halt nur Fußballspielen. Ja. Und das war mein großes Ding, ich wollte Fußball spielen. Ja. Und da war es jetzt nicht so wie früher oder wie heutzutage eben, dass die Eltern da kommen, das Kind im Auto hinfahren und wieder abholen und die Getränke bereitstellen, sondern wenn ich am Samstag ein Spiel gehabt habe, hat mein Vater gesagt in der Früh um 7, super, jetzt gehen wir ins Holz. Ja. Und dann habe ich gesagt, Papa, ich müsste jetzt dann heute Fußball spielen. Und er hat gesagt, ja, aber das ist am Nachmittag, ich verstehe das Problem nicht. Ja. Dann fährt man halt ins Holz, kommt mittags wieder heim und dann tut man Mittagessen und bereitet sich mental, ja, auf das Fußballspiel vor, wo der Vater dann sagt, so, packt man es nochmal. Ja, und dann sagt Papa, Fußball, weißt du schon, er sagt, um 3, oder? So, ja, um 3. Sagt, ja, dann können wir ja nochmal rausfahren. Ja. Und dann sind wir nochmal rausgefahren ins Holz und dann habe ich gesagt, Papa, um 3 ist Fußballspiel, wir müssen heimfahren. Und sagt, ja, wir sind noch nicht fertig. Ja. Und er hat sich aber dann dazu überreden lassen, ich darf heimlaufen, 5 Kilometer. Weil er hat gesagt, du müsst eh Fußball spielen. Ja. Und dann bin ich tatsächlich so 5 Kilometer heimgelaufen, aufs Radl. Bin mit dem Radl dann nach Rattenberg hochgefahren. Wer das kennt, das ist so ein kleiner Hügel. Ja. Bin dann dort natürlich zu spät gekommen und habe dann einen Anschiss vom Trainer gekriegt, warum ich keine gescheite Einstellung habe zum Sport. Genau. Aber das waren so meine Anfänge des Leistungssports. Und es ging dann auch weiter. Ich kenne nicht nur den Gastgeber hier ganz gut, sondern auch seine Eltern und durfte dann auch später mal ein bisschen Ferienjob, sagt man heutzutage. Früher hat man gesagt, man hilft sich gegenseitig aus und hat dann da einfach geholfen, wenn Bälle waren und so weiter. Und das war dann meine nächste Abteilung, Leistungssport. Und und dann kann man es abkürzen. Ich war nie besonders sportlich. Mich hat das grundsätzlich interessiert, war ein normaler Breitensportler und dann habe ich dummerweise zum Sepp gesagt, ich würde ganz gerne mal richtig trainiert in einen Wettkampf gehen. Und das war dann, denke ich, der Beginn dessen, wo ich vorher noch nicht wusste, was Leistungssport ist, wie das ausschaut. Aber diese Zeit damals hat dir nicht geschadet, oder? Diese Kindheit, diese Waldarbeit, oder? Nein, es war die einzige Möglichkeit, dass ich den Leistungssport hier mit dem Sepp überstanden habe. Weil nach dem Grundlagentraining bei meinem Vater war das intensive Training beim Sepp dann überstehbar, sage ich jetzt mal. Ja, Denise, da haben es mir uns ein bisschen einfacher dann ausgesucht. Na, wobei, ich bin eigentlich mit den Skischuhen immer 2 Kilometer von der Grundschule zum Lift gelaufen. War jetzt auch nicht so angenehmer. Aber dann, Denise, du warst auch mal im Internat, gell? Und hart aber fair, würdest du mir da zustimmen, das Internatsleben? Genau, also mit dem Leicht, mit Internat, wenn man da natürlich als so junges Mädel da hochgeht, ja, da muss man sich schon erstmal ein bisschen durchsetzen oder erstmal eher so Ohren spitzen und vielleicht eher mal nichts sagen. Ja, das ist eine sehr prägende Zeit, ich glaube auch fürs weitere Leben enorm wichtig. Meine Eltern waren jetzt nicht so weit weg, 35 Minuten, ich wusste, ich bin auch
schnell wieder daheim. Und das hat mir natürlich immer diese Sicherheit auch gegeben. Aber ja, Leben auf dem Internat ist schon, kann auch ein bisschen tough sein, aber ist natürlich auch eine strenge Schule am Ende auch. Man lernt halt einfach einmal, sich allein zu organisieren. Gell? Man ist zwar in diesem Verbund, Internatsleben, natürlich sehr streng durchorganisiert, aber letztendlich, wenn man irgendein Problem hat, kann man halt nicht gleich zur Mama oder zum Papa rennen, die das dann für einen lösen, sondern man muss sich es halt selbst lösen. Und ich habe aber mein Internatsleben als sehr lustig empfunden. Ich habe diese Freiheit eigentlich sehr genossen. Ich war 2 Jahre im Internat und habe da schon die ein oder andere lustige Anekdote eigentlich, die ich loswerde, wenn mir du auch eine erzählst. Hattet ihr da nie irgendwelche Dinge, die man früher nicht erzählt hat, aber jetzt nach der Karriere schon mal lustigerweise loswerden könnte? Ja, wie gesagt, 6. Klasse hochgegangen, da war man natürlich schon noch brav, aber irgendwann kommt man natürlich in die Pubertät und will sich ja auch mal ein bisschen ausprobieren. Macht sich natürlich mit Internatsleben und ja, gibt es halt doch ein paar gewisse Regeln, meistens dann auch nicht so gut, ne, wenn man sich mal ausprobieren will. Das heißt, man will ja auch mal die Grenze überschreiten. Ja, da hat man Deutsche Meisterschaft in dem Jahr gehabt in Oberwiesenthal. Wenn man da auf dem Siegerpodium stand, da hat man schön Kaibi-Mixer und Crush-Ice-Maker und alles bekommen. Und dann haben wir halt gedacht, das probieren wir jetzt halt auch mal aus. Und Alkohol ist natürlich aber verboten auf dem Internat. Deswegen gab es da natürlich auch einen ordentlichen Anschiss im Nachgang. Aber meine Mama hat ja auch gesagt, da bekommen sie es beim Wettkampf und wenn sie es dann nehmen, ist es auch wieder verkehrt. Also die hat es noch relativ mit Humor gefasst, aber da gab es da schon mal ein bisschen Ärger. Da ist man halt immer so unter Kontrolle, gell? Wir haben das dann so gelöst, dass wir einfach ein Fenster gesucht haben, erdgeschosstechnisch, das dann geöffnet haben, wir sind raus. Die Jungen mussten drinbleiben, damit wir, wenn wir von der Disco wieder heimkommen, dann auch wieder gut einsteigen können. Das ist eigentlich immer gut gegangen. Man findet Mittel und Wege. Man findet stimmt. Mittel und Wege, genau. Also die Freiheit, wenn man von zu Hause weg ist, die darf man dann schon einmal genießen. Internatsleben wirst du jetzt nicht so genossen haben. Sepp, wieso? Hast du da eine Anekdote? Ich sage jetzt mal, Franz, seine Schwester, ist ja letztendlich dann Lehrerin geworden. Und ihre Berufung war damals, dass sie mir beibringen wollte, Hausaufgaben zu machen. Und es hat wirklich nicht funktioniert. Nicht. Und, aber war nicht deine Schuld, oder? Hat leider nicht funktioniert, nein. Aber sie hat es probiert. Aber du warst im Gymnasium, Franz, und später studiert, logischerweise. Rein sportlich bist du ja eher ein Spätzünder, eigentlich kann man sagen, oder? Also erfolgstechnisch zumindest, was Triathlon betrifft. In dieser Zeit, wo du studiert hast, wie war da die Einstellung zum Sport? Hast du da regelmäßig trainiert oder Triathlon, glaube ich, hast du zu der Zeit noch gar nicht forciert, oder? Erzähl mal. Wie soll man sagen, meine ersten Jahre als Fußballer waren damit geprägt, dass ich praktisch immer hingefallen bin, wenn ich einen Ball geschossen habe. Ja. Also ich konnte einfach nicht Fußball spielen, ich konnte gut laufen. Ja, ich bin auf einer Tankstelle groß geworden und mein Spitzname war Sfei von der Tankstelle. Ja. Das Fei, niederbayerisch, das Fei. Auf Deutsch das Viech von der Tankstelle. Und die zweite Halbzeit war meine. Also in der ersten technisch war ich nicht gut, aber ich konnte laufen. Ja. Und das war nicht schlecht. Und dann kam die Bundeswehrzeit, da hat man das Sport oder einfach überhaupt sportlich aktiv zu sein, natürlich was Käufer. Und im Studium, das war für mich ein großes Spielfeld einfach. Ich habe halt alles ausprobiert, aber ich war nicht so richtig gut. Also muss man ganz ehrlich sagen. Und auch der Triathlon war wirklich Zufall. Also es gab einmal, als ich schon das Arbeiten angefangen habe und da gibt es dann so Wellen, wo man sich denkt, jetzt müsste ich wieder was machen. Dann macht man 2 Wochen was, stellt fest, das geht überhaupt nicht, dann lässt man es wieder. Und dann gab es eine Feier bei Freunden und die haben das so gemacht in Oberbayern, dass die Freunde und Bekannte eingeladen haben zu einem Fest. Und das Fest ging um 1 an und in der Früh sind wir Radl gefahren. Also es gab eine 80-Kilometer Strecke, es gab eine 40-Kilometer Strecke, es gab eine Familienstrecke. Und ich war der Meinung, dass ich mit einem Mountainbike auf jeden Fall diese 80-Kilometer Strecke mitfahren kann. Ich wusste nicht, dass die anderen Triathleten waren. Und bin so dermaßen eingegangen auf diesen 80 Kilometer. Also ich bin dann, ich weiß nicht, wer die Pupplinger Au kennt, in der Nähe von München. Ich bin da in den Biergarten eingelaufen, habe da gegessen, getrunken,
habe dann Krämpfe gehabt und es war eine Katastrophe. Und dann haben wir die zu meiner Freude zum Geburtstag meinen ersten Triathlon in meinem Leben geschenkt. Und ich war da, um auf meine sportlichen Erfolge hinzuweisen, in meiner Altersgruppe 97. von 99. Ja. Und habe mir danach dann gedacht, ich glaube, wenn man das mal richtig trainieren würde, ja, kann man vielleicht richtig Spaß haben. Und das war eigentlich so der Start, so ganz langsam, dass ich dann über die Jahre hobbymäßig im Endeffekt den Triathlon ausgeübt habe. Also der Startpunkt Profisportler war quasi der 97. Platz, das Erlebnis. Richtig, sozusagen. Richtig, der 97. Platz. Also ich meine, ich war stolz, ich habe 2 geschlagen. Also. Ja, ja, eh cool. Bei mir hat es eigentlich diesen Zeitpunkt gar nicht so gegeben, das hat sich immer so entwickelt. Also diesen Zeitpunkt, dass ich sage, so jetzt werde ich Profi, das hat es eigentlich nicht gegeben. Kannst du dich auch daran erinnern, dass es den Zeitpunkt bei dir gegeben hat? Das würde mich jetzt interessieren. Und dann, was ich überhaupt nicht verstehen kann, dass man schon mal bei den Profis angekommen ist, im Langlauf, in einer Disziplin, einer Sportart, muss man da jetzt sagen, olympische Medaille gewinnt und dann eine Sportart wechselt. Also bitte 2 Erklärungen. Ja, das ist immer auch die Frage, wann bezeichnet man sich als Profi? Also man muss ja schon sagen, wenn du auf der Sportschule bist, ist ja doch schon sportlich, ist man da schon wirklich mehr als normal aktiv und eigentlich ist man ja da schon so professionalisiert, aber ich glaube so richtig auch bewusst für einen selber geht es natürlich nach der Schule los, wenn dann natürlich mit Wahl der Behörde genau, ja, dann ansteht, wo man weiß, jetzt trainiert man auch so 2-mal am Tag und ist vielleicht auch doch mal schon mit den ganz Großen auf Lehrgang unterwegs. Das war, glaube ich, so dieser erste bewusste Moment, den ich so als Profi wahrgenommen habe. Da ist man dann doch auch mal ein bisschen mehr erschöpft am Tagesende, obwohl ich mich jetzt im Nachgang frage, wie haben wir das auf dem Internat geschafft? 7.10 Uhr ging die Schule immer los, dann hat man mal 3., 4. Stunde war dann Sportunterricht, da ist man schon immer im Laufschritt über den Schulgang, dass man schnell Internat umziehen, ab in Sportunterricht oder später dann halt Training. Danach schnell wieder zum Essen, ungefähr 1/4 Stunde reingeschaufelt und wieder direkt im Laufschritt weiter in der Schule. Und das Gleiche ging dann zum Nachmittagstraining. Halt 2 Tage in der Woche waren halt immer so. Es ging durch bis abends um 19:30 und da gab es keine Zeit für Mittagsschlaf, was man dann als Profi ja dann doch mal hat. Aber klar, der Trainingsumfang. Ist halt das Alter, gell? Das sieht man das schon. Vielleicht auch. Aber klar, der Umfang ist natürlich deutlich auch höher. Ja, und man wächst ja mit seinen Aufgaben und Biathlon ist zwar schon doch eine sehr andere Sportart wie Skilanglauf, aber hat ja doch, die Hälfte ist ja doch gleich oder sehr ähnlich. Und irgendwie hat mich das schon immer so gekitzelt. Also du hast das jetzt nicht gemacht, weil du dir gedacht hast, Mensch, ich bin eigentlich so eine gute Langläuferin, habe total super tolle Ausdauer, aber die Biathleten, die räumen immer alles ab da im deutschen Lager. Da kann ich eigentlich viel erfolgreicher sein. Aber das war jetzt überhaupt nicht dein Beweggrund, sondern der Reiz, nochmal etwas Neues auszuprobieren, oder? Genau, also dieser Reiz mit dem Schießen, wie man das überhaupt mit so hohen Belastungen da übereinbekommt, dass man dann noch diese Scheibe trifft. Klar, vielleicht auch ein bisschen geprägt über Bundeswehr, Sportinternat, war ja doch auch Biathlon mit dabei. Das ist ja doch die Trainingsstätte ja fast immer die gleiche. Dann läufst du am Schießstand auch vorbei und denkst, oh, könnte ich das? Gerade auch, bin auch ein bisschen von früher noch geprägt. Rico Groß war ja selber auch ein sehr berühmter und erfolgreicher Biathlet. Stammt eigentlich auch aus meinem Heimatort, von daher immer schon ein bisschen mit einem halben Auge auch natürlich so Biathlon-Fangirl gewesen. Und das haben ja auch schon andere vor mir natürlich gemacht, diesen Weg. Und die haben das ja auch wirklich, also zum Teil wirklich richtig gut geschafft. Und ich habe gedacht, warum nicht? Und ich will das jetzt unbedingt probieren. Und dann stellt man sich so ein bisschen die Sinnfrage natürlich auch manchmal im Leben. Wie lange mache ich das noch? Weil ist ja begrenzte Zeit, wie du schon gesagt hast. Und dann denkst du, now or never. Und los geht's. Hast du es probiert? Super. Genau. Mutiger Schritt. Das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo man sagen kann, also das Thema Leistungssport, wie werde ich Leistungssportler oder Leistungssportlerin, ist sehr gut erklärt von euch. Aber auf der anderen Seite stellen sich natürlich auch viele die Fragen, welche Kompetenzen erwirbt man damit? Warum wird man auf der einen Seite Leistungssportlerin, Leistungssportler und auf der anderen Seite, welche Kompetenzen kannst du damit erwerben, die du vielleicht später an jüngere Menschen weitergibst? Ich meine, Hilde, du hast das vor der Haustür, ja, dass du sagst, also ich kann mein skifahrerisches Können jetzt weitergeben, auch meine Erfahrung aus dem Leistungssport. Ist das so? Ist das auch ein Beweggrund, warum man das macht? Also natürlich gibt man sehr gerne Erfahrungen weiter. Man hat ja einen Beruf gehabt, sage ich mal,
den man jetzt nicht bewusst irgendwo erlernt. Also es ist jetzt kein Handwerksberuf oder ein Studium, sondern die Kompetenzen erwirbt man sich ja so der Reihe nach. Man beschäftigt sich mit seinem Körper, mit Training, mit Ernährung, mit mentalen Stärken oder Schwächen, die man hat. Man hat Verletzungen, man muss sich zurückkämpfen und, und. Also es gibt verschiedenste Themen, die da einfach ein Sportler dann auch weitergeben kann. Und Denise, ich glaube, das ist auch für dich so eine Idee, oder? Dass man das, was erwirbst du dir oder in deinen Augen, was hast du dir erworben als Leistungssportlerin, das, was du jetzt in deinem Berufsleben mitnehmen kannst und auch dann als Beruf einsetzen kannst? Ja, was halt ganz früh natürlich da immer der Fakt ist, natürlich die Eigenständigkeit, die man sich dadurch erwirbt und auch so für sein eigenes Tun und Handeln einzustehen mit dem Bewusstsein, warum, was mache ich jetzt, um an ein Ziel zu kommen? Also grundsätzlich Ziele setzen natürlich, aber auch der Weg dorthin. Wie kann ich das Ziel erreichen? Was sind meine Zwischenziele dafür? Und ja, das natürlich immer einordnen zu können, sich auch so dieses Umfeld zu bauen, was ich brauche, um das natürlich möglichst gut zu erreichen. Ich glaube, das sind schon sehr viel prägende Sachen, die man auch im normalen Leben übernehmen kann. Natürlich auch so Mut zu Veränderungen. Natürlich auch mal im Leben was wagen, ohne dass dir jemand sagt, das wird klappen oder das wird nicht klappen. Das weiß man einfach manchmal nicht. Und ich glaube, das sind so Kernpunkte, die man jetzt wirklich auch gut so transportieren kann. Definitiv. Und Franz? Kurt? Ja, das ist ein Insider-Witz, den können wir jetzt nicht weitergeben. Aber ich muss sagen, ich habe das selber festgestellt, also die meisten Leistungssportler, die oder die Menschen, die im Sport gut sind oder die schaffen, dass sie im Sport alles abverlangen und 100% dahinter stehen, die sind auch später im Beruf gut. Oder wenn sie sich dann später verändern. Gibt einen Spruch von Arnold Schwarzenegger, der heißt, wenn du dich schaffst, dann schaffst du alles. Und das glaube ich, das habe ich schon so oft festgestellt, dass einfach diese ganze Einstellung, die du als Profisportler und als Leistungssportler hast, dass du das auch später übertragen kannst. Kinderarzt in Amberg, sehr erfolgreicher, wirklich bekannter Kinderarzt, ein sehr guter Kinderarzt. Wenn ich Kinder hätte, dann würde ich meine Kinder zu dir schicken. Der erste Triathlon, den du gemacht hast, also vor dieser Kinema-Zeit, war eigentlich im Nachhinein auch gar nicht so schlecht. Ne? Kannst du dich daran erinnern? An den ersten professionellen Triathlon? Vor der Kinema-Zeit, da wo du, was war das? 10,40, 10,50, 10,30 oder? Ja, die erste Langdistanz, die ich gemacht habe im Triathlon, das war in Rot damals und das waren 10,23. Entschuldigung. Gar nicht so schlecht für einen Bob-Anschieber. Das ist jetzt wieder ein Insider. Wie soll ich sagen? Gerade ist die Frage aufgetaucht, ab wann hast du dich als Profi gefühlt? Ja, ab wann warst du Profi? Das war auch was mich immer schon interessiert hat. Wann wird jemand der Profi? In dem Moment, wo er einen Profivertrag hat oder in dem Moment, wo er die richtige Einstellung hat. Bei mir war es eben lustigerweise so, mich hat der Sport dann fasziniert, ja, und war dann auch der Meinung, dass ich richtig toll trainiere und viel mache und war dann mit meinem ersten Langdistanz ganz zufrieden. Dummerweise bin ich da am Sepp dann über den Weg gelaufen, der dann immer nur so ganz locker gemeint hat, naja, hättest gescheit trainiert, hättest du echt gut sein können. Ja, also. Interessanterweise war das genau der Satz, der mich gekitzelt hat, weiterzugehen. Ich würde jetzt nicht einmal sagen, in Leistungssport reinzugehen, weil es war lustig, weil wir haben dann angefangen miteinander was zu machen. Er hat mich getestet und hat festgestellt, Franz, du bist der Top-Sportler fürs Bob-Anschieben. Ja, wir trainieren dich hoch auf 100 Kilo, ja, 60 Meter, fertig, das ist genau das Richtige für dich. Aber Triathlon, lass bleiben, das ist nichts für dich. Ja. Ich glaube, das war für den Sepp der Reiz, wo er gesagt hat, mal schauen, ob man jemanden da umswitchen kann. Und dann bin ich da im Prinzip reingerutscht. Und wie du schon erzählt hast, ich bin Kinderarzt und hatte zu dem Zeitpunkt, es war 2010, hatte ich meine erste Langdistanz, habe das endlich geschafft, ja, und war stolz auf mich wie nochmal was. Dann kommt er und sagt, naja, mein Gott, das geht schon, aber nee, kann besser sein. Und
das hat mich dann so gereizt, dass ich gesagt habe, du, ich würde gerne mal richtig trainieren. Ich würde einfach gerne mal schauen, ich würde Zeit investieren und einfach mal schauen, wenn man alles macht, was man so als Hobbysportler, ganz wichtig, machen kann, was kann man dann schaffen? Ja? Und dann hat er gesagt, ja, dann wären wir richtig gut. Und wenn ich damals gewusst hätte, auf was ich mich einlasse, ja, also bis zu 25 Stunden Training, denke ich, ist für einen richtigen Profi mal eine lockere Woche. Für jemanden, der 60 Stunden schon in seinem Beruf ausübt und dann nebenbei nur 25 Stunden trainieren muss, war das schon ordentliche Belastung. Aber mich hat letztendlich die Neugier dahin getrieben. Also ich bin einfach ein neugieriger Mensch. Ich wollte einfach sehen, was geht. Ja, ich wollte sehen, was geht, was kann man da machen. Und so sind wir letztendlich da reingerutscht und habe dann praktisch zu meinem Beruf dazu. Ich denke, das ist auch der Unterschied, wenn jemand jetzt Profi alleine, sage ich jetzt mal, ist und sich ganz dem Ziel widmen kann, dass man dann praktisch nebenbei eine zweite Karriere anfängt, von der man auch nicht weiß, wo es hingeht, ja, und da einfach dann einsteigt. Und wie gesagt, hätte ich es gewusst, was er mit mir vorhat und dass er tatsächlich einen Leistungssportler aus mir macht, weil ich musste dann auch einen Vertrag unterschreiben für den Leistungskader. Dann habe ich gedacht, der spinnt. Ja, aber es standen wichtige Sachen drin, zum Beispiel auch kein Doping und so weiter. Und es gibt gewisse Gepflogenheiten, dass man sich einfach regelmäßig trifft, dass man regelmäßig da ist, dass man sich dem Team zugehörig fühlt. Und das habe ich dann später alles erst kapiert. Und irgendwann war ich dann auch der Meinung, ja doch, irgendwie ist es eine gewisse Leistung, die ich da erbringe. Sehr schön beantwortet. Ja, sehr schön. Genau, das ist der Unterschied zwischen Profi und sehr, sehr ambitionierten Hobbysportler, dass man im Alltag arbeitet und unser Beruf halt eben der Sport ist und man sich halt da rundherum einfach nur um das kümmert. Und dadurch natürlich Medienpräsenz, Vorbildfunktion, wie du das jetzt vorher schon gesagt hast, auch diese Eigenverantwortung aufbaut und auch hat, dass man bestimmte Themen auch natürlich nach außen transportieren kann, darf oder eventuell auch muss. Bei den Alpinen ist das im Moment irrsinnig interessant. Es wird auf alles, also auf alle Strukturen und Verbände wird irgendwie geschimpft. Also die FIS macht nichts richtig, der Rennkalender passt nicht. Entweder ist er zu früh, wo er beginnt, oder er hört zu früh auf. Man könnte später quasi noch die Rennen machen. Man fliegt 5-mal nach Amerika, 23-mal zurück und 7-mal reist man hin und her. Ganz interessant, dass das gefühlt für mich, vielleicht bin ich da aber auch betriebsblind, nur auf dem Rücken der Alpinen ausgetragen wird. Auch Langlauf, Biathlon, Sprungschanzen brauchen auch Schnee, können auch beschneit. Da hat man, und auch diese Personen reisen natürlich irrsinnig viel umher. Wie siehst du dieses Thema Wintersport oder Profi-Wintersport in Bezug eben auf Klimawandel, Reise, Kosten, Reise, CO2-Ausstoß und so. Hast du da auch eine Meinung dazu? Ja, ich glaube, das ist ein Thema, das geht uns alle was an, ob man Leistungssportler ist oder normal im Leben seinen Alltag ausübt. Ich glaube, da sind viele Dinge, wo man gemeinsam auch anpacken kann, was jetzt auch nicht so große Überwindungen am Ende ist. Aber klar sind wir natürlich in dem Sport, wir sind natürlich im Schnee ein bisschen abhängig und gerade zu Beginn der Weltcup-Saison sieht man ja doch auch mal diese typischen Schneebänder da auf der Loipe und das ist natürlich so ein Aufhänger direkt, wo man dieses Thema natürlich gleich wieder thematisiert medial. Und ich glaube, es ist nur wichtig, wenn man halt merkt, dass so die Verbände auch wirklich was dafür tun. Zum Beispiel in Ruhpolding, der Schnee, der wird komplett dort autark produziert zum Beispiel, aber man sieht es natürlich nach außen nicht. Vielleicht müssen wir das auch mehr kommunizieren, aber klar, Sportveranstaltungen sind am Ende, was heißt klimaneutral, kann man vielleicht nicht sagen, weil am Ende ist jede Veranstaltung irgendwie mehr Aufwand. Es kommen auch Zuschauer dorthin gefahren, wo natürlich viel Wegstrecke da erstmal zurückgelegt werden muss. Klar, die Fliegerei ist natürlich auch noch was natürlich dem jetzt nicht so gerade wirklich beiträgt, aber am Ende ist es ja auch unser Job so ein bisschen. Fliegen ist eigentlich beim Biathlon jetzt nicht das Riesenthema, weil wir eigentlich nur am Anfang und am Ende mal im Flieger steigen müssen und zwischendurch kann man relativ viel, natürlich eine relativ kurzen Distanz auch fahren, aber ich glaube, gerade die IBU versucht da ja so ein bisschen voranzuschreiten mit vielen Ideen und Möglichkeiten der Umsetzung, auch die Veranstalter natürlich mit ins Boot holt, aber
Es ist natürlich ein Thema, was natürlich immer wieder aufploppt und es wird wahrscheinlich in der Zukunft auch immer mehr sein, aber ich glaube, man muss sich einfach ja, bemühen, dass man da halt Lösungen findet, die es ja auch logischerweise gibt, aber jetzt ein Verband oder eine Sportart davon ranzustellen, das ist, glaube ich, nicht die richtige Idee dahinter am Ende. Das kommt halt natürlich auch aufgrund dessen, dass halt Gletscher immer weniger werden, die Trainingsgebiete, die Alpinen brauchen, natürlich schrumpfen, kleiner werden und man natürlich krampfhaft versucht, als einen Sport weiterhin auszuüben, das ist klar. Da ist jeder Verband und jeder Mitwirkende da natürlich gefordert, dass man da konstruktive Lösungen definitiv findet. Sepp, das Problem hast jetzt du in deinem Sportumfeld nicht ganz so. Oder wir? Nein, Gott sei Dank nicht, weil wir sind ja die meisten, das meiste Athletiktraining ist ja Indoor. Auf unserem Hausberg, da gehen wir viel laufen mit den Boxer, am Ossa und am hohen Bogen. Aber da sind wir, Gott sei Dank, können wir das noch frei ausüben. Im Laufen ist bei dir natürlich auch kein Problem, weil Laufen kann man überall als Triathlet. Ich wollte dich eigentlich ankündigen als der Triathlet, der nicht laufen durfte. Jetzt kannst du dich noch erinnern an diese Geschichte, warum du nicht, wieso solltest du denn nicht laufen? Das weiß ich heute noch nicht. Warum sollte ich nicht laufen? Ja, das ist halt, ich formuliere es mir so, wie ich schon oft formuliert habe. Ich habe tatsächlich Medizin studiert, ja, sonst wäre ich nicht Kinderarzt geworden und war irgendwann einmal der Meinung, dass ich viele Dinge einfach weiß, ja, und die gelernt habe und auf die kann man sich verlassen und vom Trainieren hatte ich auch ein bisschen Ahnung, ja, und Trainieren ist ja auch nicht schwierig. Ja, also man muss halt einfach mehr trainieren, dann wird man halt besser und schneller. Ja, das ist ja eine ganz einfache Formel grundsätzlich, habe ich mir gedacht. Als ich beim Septers Trainieren angefangen habe, ich bin ja Triathlet, also für die, die es nicht wissen, das ist Schwimmen, ja, das ist Radlfahren und das ist Laufen. Ja. Hat also mit dem Studio überhaupt nichts zum tun. Ja. Und ganz ehrlich, ich mag Studios auch nicht. Ja. Also ich wollte das nie. Und dann bin ich zum Sepp gekommen und dann hat er gesagt, ja, dann machen wir jetzt einen Trainingsplan. Und der Trainingsplan war halt dann so, ich glaube, 3,5 Stunden war der Trainingsplan. Und das sollte ich dann im Studio trainieren. Und zwar 40 Mal. Das war unser Einstieg. Kannst machen so wie 3-mal in der Woche, 1-mal in der Woche. Ja. Und wenn ich das gemacht habe, dann dürfen wir weitermachen. Ja. Und dann hat er gesagt, ich glaube, er hat das einfach nicht kapiert, was ich vorhabe. Er ist ein Kraftsportler gewesen damals, Storheber. Ja. Inzwischen denke ich, kann er alles, aber hatte dann schon meine leisen Zweifel, ob er kapiert hat, was ich vorhabe. Und dann haben wir nur im Studio trainiert und ich habe dann irgendwann einmal gesagt, Seppi kapiert es nicht. Also ich bin jetzt im Studio, mache alles möglich, aber meine Sportarten mache ich nicht. Und dann hat er mich aufgeklärt und hat gemeint, aber Franz, das kannst du doch schon, du kannst ja laufen. Du kannst radeln, du kannst schwimmen. Das brauchen wir zwar doch nicht üben. Wir müssen aus dir einen gescheiten Athleten machen, ja, wo ich dann erst überhaupt kapiert habe, worum es auch hier im Kinema geht, dass es erst mal darum geht, aus einem Sportler einen gesunden Athleten zu machen, ja, und dann erst sportartspezifisch im Endeffekt weiterzumachen. Und das ist das, was ich letztendlich dann hier gelernt habe. Mühsam zwar, aber es war auch toll, weil wir im Endeffekt einen unheimlich guten Zusammenhalt hatten von den Athleten. Das heißt, ich durfte auch mit Kraftsportler trainieren und durfte auch mit bei einer Studiomeisterschaft teilnehmen im Kreuzheben. Und wie gesagt, bin jetzt nicht ganz so toll geworden. Gut, ich bin Vize-Europameister geworden auf der Langdistanz, aber bin, glaube ich, der einzige Triathlet in der Leistungsklasse, der 200 Kilo Kreuzheben kann. Ja. Das ist mir der Applaus wert. Jetzt jeder Hawaii-Hose. Ja, und da geht es mir jetzt nicht darum, dass ich sage, ich bin toll, ich kann das auch, sondern ich kann einfach nur erzählen aus der Zeit, dass einfach dieses Athletiktraining, das wir hier gemacht haben, einfach so eine Ganzkörperschulung war, ja, dass man halt über seine spezifische Sportart hinaus tatsächlich dann auch Leistung auch in anderen sportlichen Bereichen bringen konnten. Und wenn ich überlege, was hat es mir gebracht, das Ganze, auch für meine Zeit, ist halt das, wenn du beruflich voll eingespannt bist und dann nur 25 Stunden trainierst und dann auch noch Leistung bringen kannst,
lernt man schon, es geht eigentlich sehr, sehr viel. Also das ist auch das, was ich, denke ich, meinen Eltern in der Kinderarztpraxis und auch den Jugendlichen weitergeben kann, nämlich diese Einstellung, man kann, ja, man kann, man muss bloß anfangen. Man muss anfangen und wenn man will, ja, weil sonst heißt es immer, mein, wenn ich so viel Zeit hätte, ja, wenn ich Profi wäre und das machen könnte, ja, ja, macht es halt. Ja. Es, denke ich, geht immer darum, dass man irgendwo anfängt und sich selber an der Nase nimmt und einfach bereit ist, auch das eben zu leisten. Ja. Das ist... Wie ich immer zu meinen Leuten sage, ihr habt in jeder Sekunde eures Lebens die Chance, was zu ändern. Gell? So ist es. Das ist so, genau. Denise, wir haben auch was geändert, gell? Aber da fragen wir jetzt zuerst an Bernd. Nein, wir haben jetzt schon so viel über das Thema Beruf genau. Auch gehört. Ja? Also wie die Berufsvorbereitung ist im Endeffekt. Hier mal im Wald, mal im Holz. Gab es ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ab wann hat man sich eigentlich damit beschäftigt, mit dem Thema Beruf? Auch während der Karriere, weil ich meine, eins ist klar, irgendwann geht es halt nicht mehr, vielleicht nicht mehr weiter, weil man keine Lust hat, weil man einen großen Erfolg hat. Je nachdem, ab wann hast du dich damit beschäftigt, mit dem Thema Beruf? Ja, zuerst war jetzt für mich damals klar, dass ich diese Saison noch zu Ende fahre, dann ist das Thema angestanden mit Haus bauen, Haus umbauen, Familie gründen und dann kam erst dieses Thema Beruf. Also während meiner Karriere habe ich gesagt, ich bin super froh, dass ich mir bei der Behörde abgesichert bin, dass ich da ein Angestelltenverhältnis habe. War ich dann auch bis 2000, die letzten 5 Jahre meiner Karriere, war ich dann schon selbstständig und habe mich dann eigentlich erst ja, nach einer gewissen Zeit des Ruhestandes, weil halt die Familiengründung und Familie im Vordergrund gestanden ist, mit dem Thema Berufsleben auseinandergesetzt. Und das war ja, im Endeffekt habe ich mein Leben immer so gelebt, dass ich so nach Gefühl vorgegangen bin. Das hat sich immer alles so entwickelt. Gell? Ein ganz komisches Gefühl zum Beispiel war es, als mich ein gewisser Herr Taufik Khalil gefragt hat, ich würde gern ein Buch über dich schreiben. Du hattest diesen netten Herrn ja auch schon mal kennengelernt, Denise, wie ist denn dir das dabei gegangen, was geheißen hat, schreib mal ein Buch über dich. Ja, das war schon ein sehr stranges Gefühl, weil man macht ja so seinen Sport und lebt da so in seiner Welt und tut da irgendwie so den nächsten Zielen hinterherjagen und dann wird auf einmal gefragt, ob man Bock hat, ein Buch zu schreiben. Dann denkt man so, naja, Lust schon, aber ich weiß jetzt nicht, ob mein Leben so spannend ist, ob das überhaupt wen interessiert. Also das war so erstmal meine Grundfrage und ja, man weiß ja auch gar nicht, wie viel Aufwand das am Ende ist. War ja auch dann so kurz vor Olympia bei mir und da muss man sich schon wirklich selber ernsthaft die Frage stellen, ja, ist das realisierbar? Und wenn man was macht, will man es natürlich auch ordentlich machen und zu 100%. Und es war eine richtig coole Erfahrung. Also kommt natürlich dann natürlich auch mal auf das Team an, wie es zusammengewürfelt wird. Und das, ja, ich wusste natürlich auch, dass der Taufik da mit dir schon und dass er mit Sportler, die da so natürlich aus diesem Sportleralltag, oder bei dir war es nach der Karriere, aber wusste er, der kommt ja auch aus dem Sport überhaupt, dass er das wahrscheinlich schon einschätzen kann. Und das war dann wirklich eine richtig coole Zeit und hat mir auch immer mal wieder über so gewisse schwierige Phasen drüber hinweggeholfen, weil man erinnert sich natürlich auch immer wieder dran zurück, wie war das, wo ich angefangen habe. Und am Ende hat man natürlich vielleicht auch mal schwere Phasen im Sport, aber man erinnert sich daran zurück, warum man das Ganze macht und dass man das gern macht und erinnert sich wirklich an diese banalen, ja, elementaren Dinge. Und das hat mir dann irgendwie immer wieder so zurück auf der Spur geholfen. Dass man an die schönen Momente auch wieder erinnert wird und dann hat man es halt wirklich so in der Hand, gell? So seine Geschichte, das ist schon was Besonderes, oder? Sepp, du hast ja also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist sehr interessant, weil bei euch zwei ist ja die Geschichte so ähnlich und von mir und von Franz ist es auch ähnlich, weil bei uns ging es ja immer parallel. Das Ganze möchte aber jetzt, also ich meine den Beruf und den Sport. Ich möchte aber jetzt nochmal auf das raus, wo du in Frankfurt Vize-Europameister wurdest. War übrigens eine sehr unfassbar sentimentale Geschichte für mich. Und für die, die es nicht wissen, im Triathlon starten ja immer alle Altersklassen zeitgleich. Das heißt, man weiß ja nie, wer ist vor einem und wer ist hinter einem. Und du bist dann ins Ziel gekommen und
Aus welchem Grund auch immer hast du 10 Meter vor der Ziellinie noch die Entscheidung getroffen, dass du deine Kinder drückst und bist dann in Seelenruhe durch das Ziel gegangen und später hat sich herausgestellt, dass du Europameister geworden wärst, um 15 Sekunden versäumt. Also wärst du einfach durchs Ziel gegangen, wärst du Europameister geworden, so wurdest du nur Vize-Europameister. Kannst du dich da noch erinnern? Weil ich weiß noch, du bist auf meinen Schultern dann gewesen, hast dich trotzdem gefreut. Ja, ich kann mich sehr gut erinnern, weil meine Zeit als Leistungssportler natürlich auch begrenzt war. Das waren 4 Jahre. Und gerade beim Langdistanz-Triathlon ist es ja so, dass man nicht so viele Highlights hat im Jahr. Das heißt, man trainiert viel, aber hat dann den einen Wettkampf. Und also mentale Stärke ist ja oft, wird oft thematisiert, auch im Profisport und so weiter. Und meine größte mentale Stärke, muss ich ganz ehrlich sagen, war der Sepp. Ja. Der hat nämlich immer schon gesagt, alles klar, was ist der wichtigste Wettkampf? Das ist Hawaii, okay, dann fahren wir nach Hawaii. Und als er überhaupt keinen Plan hatte von dem, was mir rauskommt, hat er immer schon allen erzählt, der Franz fährt nach Hawaii. Ja. Das macht da überhaupt keinen Druck, ne? Überhaupt nicht. Und dann war der erste entscheidende Wettkampf tatsächlich damals in Frankfurt, die Europameisterschaft. Und ja, der Sepp hat durch sein Training eine Maschine aus mir gemacht. Ja. Wir haben alles gemacht, was geht, mit Essen und Essen nach Gramm und so weiter, wo man dachte, Wahnsinn, ich habe immer gern Leberkäsesemmeln gegessen und habe dann irgendwann kapiert, das ist jetzt nicht das Optimale als Trainingsvorbereitung. ich darf vielleicht einen Insider verraten. Alles darfst du verraten, wir sind unter uns. Ja, man verlässt sich dann irgendwann auf einen Trainer und das war auch das Schöne meiner Zeit. Der Sepp hat gesagt, pass auf Franz, auch wenn du Ahnung hast, du glaubst Ahnung zu haben, vergiss alles, ja, mach einfach das, was ich sage. Ja. Und du bist jetzt einfach Sportler. Ja. Schalt dein Hirn aus und mach das einfach. Am Abend vor dem wichtigsten Wettkampf meines Lebens stand auf dem Ernährungsplan abends 12 Uhr 2 Kai Pirinha und 100 Gramm gesalzene Erdnuss. Ja. Das ist dann der Moment, wenn du nicht vorher schon gezweifelt hast an einem Trainer. Dann. Vor allem, man ist sich nicht sicher, ob er einem nicht vielleicht noch einen schönen Abend machen wollte, weil es eh nicht hinhaut. Das kann ja auch sein. Nein, das war dann eine tolle Nacht. Ich habe praktisch gar nicht geschlafen, war auch völlig verunsichert, was das jetzt werden soll und habe dann meinen Wettkampf gemacht und habe mich angestrengt und man ist halt so dazwischen und war auch ganz anständig in meinem Wettkampf. Also ich musste Wasser lassen, ich habe tatsächlich das Radl abgestellt, bin an den Rand rausgegangen, habe das gemacht und wieder aufgestiegen. Also da habe ich auch ein paar Sekunden verloren und ich war dann einfach so happy und glücklich, als ich ins Ziel gekommen bin, ja, dass ich mir gedacht habe, was weiß ich, was da rauskommt und habe dann einfach meine Kinder gedrückt, ja, und bin dann ganz seelenruhig durchs Ziel. Hättest du auch nach der Ziellinie machen können? Er wirft es mir heute noch vor. und war dann völlig überrascht. Ich habe mir gedacht, ja, passt schon, von der Zeit müsst ihr einigermaßen hinhauen. Und dann war da der Athletenbereich, wo man was gegessen hat und geduscht. Und dann konnte man seine Urkunde abholen. Und dann bin ich dahin und dann stand irgendwo 2. Und dann sage ich, was bedeutet der 2? Und dann sagen die, ja, du bist Zweiter. Sag ich, wo bin ich Zweiter? Ja, ja, in deiner Altersklasse. Sag ich, echt? Ja. Und dann die so, ja, und dann bin ich raus. Und dann standen alle da und dann sagt, schaut's mir, ich bin Zweiter. Ja, also ich war eigentlich von meiner Leistung mehr überrascht als der Sepp. Ich glaube, der hat es vorher schon gewusst. Aber das war schon... Ich würde meine Kinder auch heute wieder drücken. Da bin ich mir sicher. Sehr schön. Was mich vielleicht noch interessieren würde, weil also bei mir ist ja so reingerutscht, so Hobbysportler und dann doch leistungsmäßig das Ganze. Vorhin hieß es, wann bist du Profi, aber wie war es eigentlich für dich? Wann stellt man denn fest, dass man so eine Person des öffentlichen Interesses ist, also dass man jemand ist. Ich meine, ich habe dich auch im Fernsehen angeschaut und zwar total gern und mitgefiebert, aber wann wird einem das als Sportler dann bewusst, dass da Millionen Leute einfach zuschauen und mitfiebern und wie du schon sagst, interessiert denn jemanden was ich gemacht habe? Ja, uns interessiert es. Aber wann wird einem das wirklich bewusst? Ich glaube erst, wo ich mal in so einem vollen Biathlon-Stadion eingelaufen bin, wo ich gemerkt habe, hier ist wirklich richtig Rambazamba angesagt, wo man das wirklich merkt. Also ich war ja selber auch mal Zuschauer beim Biathlon, noch bei der WM in Ruhpolding 2012. Da habe ich mir das ganze Spektakel schon mal von der Seite angeguckt und habe mir gedacht, boah, hier steppt wirklich der Bär.
wirklich diese ganzen euphorischen Fans, wirklich, das trägt dich ja über die Runde. Und ja, so richtig gemerkt habe ich es dann wirklich erst ja, in diese Jahre des Biathlons, wo ich dazu kam, war natürlich die Laura, natürlich die Frontfrau, die da alles abgeräumt hat. Und da habe ich erst mal gemerkt, wie krass das Interesse da eigentlich ist. Und selber, ja, vielleicht erst sogar 2019 am Ende. Also nicht so lang, für das man eigentlich so lange Sport gemacht hat. Aber ich habe auch noch eine Frage an dich. Hast du da so ein konkretes Ziel gehabt, wo du zu dem Wettkampf in Frankfurt gefahren bist? Oder hast du gedacht, ja, ich will jetzt eine Gesamtzeit schaffen? Oder war es schon so, dass du wusstest, dass du in deiner Altersklasse da Top 3 laufen konntest? Also ehrlicherweise, ich weiß, ich hatte einen Trainer dabei, der hat ein Ziel gehabt. Ja. Wir fahren nach Hawaii. Das war der Qualifikationswettkampf dann? Das war der Qualifikationswettkampf. Und man muss sich das so vorstellen, es starten ungefähr 600 Leute in der Altersklasse. Und von diesen 600 Leuten dürfen dann 10, nämlich die 10 Besten, nach Hawaii. Und die haben auch alle trainiert. Ja. Und ich habe ja nicht unbedingt die besten Voraussetzungen körperlich, ja, einfach zu schwer. Und mein Ziel war tatsächlich ein ziemlich kindliches. Also ich habe, als ich mit dem Sepp beschlossen habe, wir machen das, ich wollte einfach mal sehen, was geht. Ich wollte sehen, was geht, und ich durfte ja dann nichts machen. Ne? Das ist ja das. Also du dürftest nicht laufen und radeln und so weiter. Das kam dann schon, aber es gab keine Wettkämpfe, dass ich mich irgendwie vorher da ein bisschen testen konnte. Wir hatten so Kurztriathlons gemacht, 2, und war dann völlig erstaunt. Ich habe dann in Erding, war da eine Kurzdistanz, eine olympische, also mit deutlich kürzeren Strecken, und dann habe ich da meine Altersklasse gewonnen. Ja. Und das Verrückte war auch noch so am Ende von dem Wettkampf, wo man normalerweise tot ist, war ich total traurig, weil der Wettkampf zu Ende ist. Ich wollte noch weitermachen. Also und da hatte ich zumindest mal das Gefühl, na, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ja. Also und dann wollte ich einen guten Wettkampf machen, und ja, wenn wir es hinkriegen, Hawaii, also mit die größte Motivation für Hawaii, muss ich auch gestehen. Also ich wollte da dann schon rüber, weil er hat es ja ständig gesagt, dass wir das machen. Und die meisten kennen den Sepp als Coach und als Trainer und Buchautor und was weiß ich. Aber was nur wenige wissen, es gibt da Dinge, die der Sepp nicht mag. Dazu gehört Wasser und Hitze. Und das ist auf Hawaii. Ja? Und ich habe mir gedacht, das, was der mich die ganze Zeit geschunden hat im Training, ja, kann der ruhig einmal eine Woche nach Hawaii, ja, ein bisschen Sonne aushalten und ein bisschen ins Wasser reingehen, weil er mag schon gar keine Tiere, die da drin sind. Ja. Vor allem keine Schildkröten. Und, die gibt es auch auf Hawaii. Die gibt es auch auf Hawaii, und es gab so einen Moment, da stand der Sepp dann im Wasser. Und es ist unglaublich, wie schnell der laufen kann. Ja. Und er hatte da einen Kontakt mit Schildkröten, und das war, ich kann mich heute noch totlachen, das war es auf jeden Fall, es war das ganze Training schon wert. Ja. Apropos Schildkröte, es entwickelt sich ja auch im Laufe einer Sportkarriere oder nach einer Sportkarriere ein eigenes Unternehmen. Bei dem einen geht es ein bisschen schneller, beim anderen ein bisschen langsamer. Super Brücke jetzt eigentlich, fand ich gerade, die Schildkröte. Ihr seid ja alle mehr oder weniger Unternehmer. Teilweise ist man ja auch schon als Sportler oder als Sportlerin Unternehmer. Wie ist das? Ist man als während der Karriere Unternehmer, Unternehmerin aus Leidenschaft oder eher erst danach? Also ich glaube, während der Karriere, man braucht ja die Unterstützung, die wirklich auch wichtig und wertvoll ist, wenn man jetzt Profisportler ist, von den Behörden, gell, dass man da einfach abgesichert ist, die Zeit hat, sich da seinem Sport zu widmen. Ich war immer schon ein Mensch, der dann sehr gerne frei und eigen gearbeitet hat, das ich ja während meiner Karriere und auch dann danach jetzt immer gemacht habe. Und also wie der Tobi Angerer, der ja jetzt dein Berater auch ist, der zuerst Sportler war, dann natürlich noch Studium, Ausbildung hinten angehängt hat und jetzt selbstständig arbeitet, ist das für dich auch so eine Zukunftsplanung, dass du mal sagst, ja, ich mache mich dann selbstständig und bin mein eigener Chef? Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, weil ich habe jetzt erst aufgehört und habe natürlich jetzt erstmal so ein bisschen andere Prioritäten, auch mit Hausbau, mal Familie, mal ein bisschen mehr sehen jetzt. Aber ich glaube trotzdem, als Sportler ist man ja wirklich eh schon selber für sich sehr eigenständig, und ich weiß nicht, ob man dann einfach so ein Angestelltenverhältnis, das muss natürlich dann, wenn dann gut passen, so gehen kann, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man da vielleicht auf der Spur auch weiter bleibt.
mal schauen. Wie gesagt, ich fange jetzt auch erstmal mit Studium an. Ich bin ja auch sehr dankbar über Bundeswehrarbeitgeber. Ich biete da natürlich auch im Nachgang an die sportliche Karriere viele Möglichkeiten. Ich meine, da natürlich auch so in das Berufsleben da rein zu pushen. Und das nehme ich jetzt gerne wahr. Aber wie gesagt, so das Privatleben jetzt erstmal wirklich wieder ein bisschen aufzuarbeiten, das ist mir sehr wichtig. Aber man hat nichtsdestotrotz trotzdem mal hier und da ein paar Termine. Ich werde auch im Winter ab und zu mal dabei sein. Und mal schauen, was sich daraus entwickelt. Ich habe auf jeden Fall Lust, Leuten was weiterzugeben. Auch jetzt im Winter mal Leuten die The Other Side of Biathlon Live mal ein bisschen näher zu bringen. Und mal schauen, was sich daraus entwickelt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wird ein cooles Abenteuer. Ja, definitiv. Du bist ja Unternehmer der ersten Stunde eigentlich, oder? Angestellt warst du wahrscheinlich nur in der Lehre, oder? Richtig, genau. Daheim. 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 So wie der Franz auch. Nein, wir sind in einem Hotel aufgewachsen oder in einem Wirtshaus. Und irgendwann haben sich halt, also dann hat jeder seine eigene Richtung eingeschlagen. Mein Bruder ist ja dann ein Koch geworden. Bin ja sehr stolz, mittlerweile ein sehr, sehr guter. Also besser wie ich, ne? Also der hat das schon richtig gemacht. Und ich habe halt dann die Trainerlaufbahn eingeschlagen und habe dann im Fitnessstudio gebaut und eine Sportschule. Und bin eigentlich so recht zufrieden. Es ist ja immer so, dass meistens, wenn die Karriere dann langsam vorbei ist, dann geht es mit den Ehrungen los. Ne? Das ist ja immer das, wenn man dann das hört, Sieger von oder Gedächtnispokal ist es noch nicht. Aber du wurdest ja auch Sportler des Jahres. Einmal oder zweimal? Tatsächlich zweimal, ja. Tatsächlich zweimal, unfassbarerweise zweimal. Und das ist schon wirklich ein Wahnsinn eigentlich. Also es ist zwar ein Insider-Titel, aber ein sehr begehrter. Und also du bist wirklich, muss man schon sagen, du hast in dieser Sportschule Fußstapfen hinterlassen, da wo andere Sportler drin schwimmen können, muss man wirklich sagen. Und ich war da wirklich auch sehr stolz, wie du das gemacht hast, wie du das alles geschafft hast, wie du das gemeistert hast, dein Leben, dein Beruf. Und auch natürlich diesen Sport, der so extrem zeitaufwendig ist. Und ich war auch sehr stolz, wo du dann als Arzt Sportler des Jahres wurdest. Und ich habe mir dann noch gedacht, der Eckel Franz, der Dr. Eckel Franz, ist jetzt Sportler des Jahres und das werden jetzt bestimmt 3 Mineralwasser werden. Und dann geht er nach Hause und es wurden aber dann schon etliche Weißbier. Und da war ich wirklich stolz als Wirtshaussohn. Das hast du wirklich gut gemacht. Kannst du nicht. Kannst du dich noch erinnern an den Titel Sportler des Jahres? Weißt du es noch? Ich weiß von nichts mehr. ja, das war für mich auch eine große Ehre, letztendlich also Sportler des Jahres hier in der Sportschule zu werden, weil es ja eine Wahl war, die nicht bloß von den Leistungssportlern, sondern ja von allen Leuten, die dieses Fitnessstudio oder inzwischen Sportschule besuchen, gewählt worden sind. Und das war ja irgendwo auch, dass die Leute sagen, hey, so wie du es machst, ist gut. Ja, so wie du uns auf der Trainingsfläche begegnet bist, war es in Ordnung. Und das war einfach schon für mich dann wunderschön, auch das ein zweites Mal zu werden, als ich mich nochmal für Hawaii qualifiziert habe, dann aber nicht gefahren bin, weil ich Angst hatte, dass der Sepp untergeht in Hawaii. es war gerade das Thema auch, wie geht es weiter? Wenn man einen Beruf hat, ist man auf der einen Seite dann froh, dass endlich diese Belastung weg ist, die man die ganze Zeit hat. Und trotzdem bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich in ein großes Loch reingefahren, weil das einfach vorher so strukturiert war. Ja, also ich bin Sonntagabends um 9 ins Studio gegangen, bin 2,5 Stunden laufen gegangen, und am nächsten Tag um 5 Uhr aufzustehen und dann die Arbeit für die Praxis zu machen und plötzlich fällt das weg oder auch das Essen nach Plan. Und auch da hat mir der Sepp und seine Sportschule dann einfach die Augen ein bisschen eröffnet, sich andere Dinge anzuschauen und habe dann tatsächlich danach oder auch parallel schon eine Ausbildung zum Osteopathen noch angefangen, wo ich auch sehr dankbar bin einfach für die Behandlung von Babys oder von Menschen, dass es noch Schubladen gibt, die man zusätzlich noch aufmachen kann, ja, wo man vielleicht doch noch weiterhelfen kann, wo man
jetzt mit der klassischen reinen Schulmedizin einfach dann mit dem Rücken an der Wand steht. Und das war dann eigentlich daher ein willkommener Einstieg, dass man da einfach dann auf der Ebene weitermachen kann und dort auch seine Leistung bringen kann. Ne? Ja, jetzt ist es schon wieder soweit, leider. Gell? Denise, ich darf mich, muss mich für heute von dir verabschieden. Vielen, vielen Dank, dass du den Weg gefunden hast, hierher in die Sportschule Kinema und uns so gut Rede und Antwort gestanden hast. Und ich, einen Wintersportfreund aus einem feindlichen Lager sozusagen, hier an meiner Seite haben durfte. Danke, Denise, für dein Kommen. Danke auch. Ich bedanke mich auch für diese wunderschöne Runde. Vor allem bei dir, Franz. Herzlichen Dank, dass wir Freunde geworden sind in dieser Zeit, die uns auch der Leistungssport, wo uns der Leistungssport verbunden hat. Danke, wie schon gesagt, was du alles diesem Institut gegeben hast, der Sportschule Kinema, mit deinem Willen, mit deiner Leistungsbereitschaft, mit deinem Mindset. Ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben. Triathlet, Osteopath, Zukunft, letzte Frage, Comeback, ja oder nein? Die Frage ist leicht zu beantworten. Also wenn das Herz noch mal brennt dafür, ja, dann werde ich bei dir anrufen und eine bestimmte Körperbewegung machen. Die kennst du schon? Die kenne ich. und dann kann es sein, aber im Moment muss ich sagen, wenn, dann würde ich es nur machen wollen, wenn wirklich, wenn ich da brenne dafür. Sonst schaffe ich das nicht. Und wir schauen mal. Herzlichen Dank, dass du da warst. War mir eine große Ehre. Danke an euch alle. Noch die allerletzte Frage. Der Bernd hat ja ein Buch geschrieben, ein sehr gutes übrigens. Die Denise hat ein Buch geschrieben. Die Hilde Gerg hat ein Buch geschrieben. Nur, dass ich es erwähnt habe, ich habe ein Buch geschrieben. Mit der Diana Binder zusammen. Also gibt es im Kinema Online-Shop übrigens und auf Amazon. Und wie schaut es aus mit dem Buch? Sepp Maurer und ich. Die zwei aus dem Wirtshaus nehmen wir es dann. Okay? Herzlichen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Auch Ihnen hat Ihnen Spaß gemacht, hoffen wir. So ist das bei Maurer, Gerg and Friends. Wenn Sportlerinnen Sportler befragen, dann gibt es auch mal die eine oder andere interessante Variante der Antwort. Und die letzte Frage dauert dann vielleicht noch ein bisschen länger als die allerletzte. Also, war eine tolle Runde hier. Wir haben tolle Einblicke gehabt. Die waren ein super Publikum hier. Dürfen sich gerne mal selber applaudieren. Und vielen Dank. Servus aus der Sportschule Kinema.